und herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Video mit mir. Endlich wieder. Ich war ja jetzt ein paar Wochen nicht vor dem Bildschirm für euch. Das liegt daran, dass ich umgezogen bin und es wirklich total anstrengend war. Aber ich bin pünktlich, wo ist meine Kette, zum EM-Start wieder da. Die startet am Freitag. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, es wäre doch richtig cool, wenn wir irgendwas EM-mäßiges kochen zusammen. Und deswegen machen wir heute einen EM-Smoothie. Aber nicht nur irgendeinen, nein, sondern in den Farben Schwarz, Rot, Gold. Es wird also richtig fruchtig und richtig bunt. Ich freue mich sehr drauf. Und ihr müsst noch dranbleiben, denn am Ende des Videos verlose ich zwei Päckchen. Ich habe so ein paar Dinge eingekauft für euch, die euch vielleicht interessieren können. Also es gibt zwei Päckchen zu verlosen. Warum? Weil mein YouTube-Kanal ein Jahr alt ist und das möchte ich mit euch feiern. Yay! Also jetzt viel Spaß mit dem Video und auf geht's! Als erstes brauchen wir eine halbe Mango, eine kleine Banane oder eben die Hälfte einer Banane und zwei Eiswürfel. Das Ganze gebe ich jetzt in meinen Mixer und dann kommt noch ein Schlückchen Wasser dazu, nicht zu viel, denn es soll etwas dickflüssig werden. Und dann gebe ich den Deckel drauf und dann wird fleißig gemixt. Und anschließend könnt ihr das dann in euer Glas füllen und es reicht sogar für ein zweites. Für die rote Farbe benutze ich Erdbeeren, ein paar gefrorene Erdbeeren auch und Heidelbeeren. Das Ganze gebe ich jetzt wie gewohnt in meinen Mixer. Und dann gebe ich noch etwas Waldfruchtmarmelade dazu, damit das Ganze schön rot wird. Einfach einen großen Löffel. Und danach auch noch ein bisschen Wasser, wirklich nicht zu viel, es soll ja etwas dickflüssig werden. Das Ganze wieder schön mixen. Ja, super, wie ihr sehen könnt, die Farbe ist richtig schön rot und das gebe ich dann erstmal langsam mit einem Löffel auf die gelbe Schicht, damit das nicht durchflutscht sozusagen. Und dann könnt ihr aber auch ganz langsam die rote Schicht in das Glas füllen. Für die schwarze Farbe nehme ich einen ganzen Teller voller Brombeeren, die gebe ich in meinen Mixer und dann wieder etwas Wasser und dann kommt auch schon der Deckel drauf und das Ganze wird wieder gemixt. Auch hier erstmal langsam mit dem Löffel und anschließend könnt ihr aber auch wieder die Flüssigkeit in das Glas schütten, das ist natürlich einfacher. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig. Und fertig ist unser Schwarz-Rot-Gold-Smoothie. So ihr Lieben, das ist unser EM-Smoothie 2016 in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Ich finde, das sieht wirklich super toll aus, aber wir wollen den Smoothie natürlich auch mal probieren. Ich kann gar nicht den Strohhalm rauslassen, das schmeckt so lecker. Eine richtige EM 2016 Smoothie-Bombe und ja, auf jeden Fall werdet ihr damit jeden beeindrucken. Wenn ihr das nachmachen solltet, dann schickt mir doch bitte unbedingt ein Foto von dem EM-Smoothie 2016. Darüber würde ich mich sehr freuen. Postet die Fotos auf meiner Facebook-Seite Kochen mit Melody. Hängt überall ein Hashtag EM-Smoothie 2016 oder ein Hashtag Kochen mit Melody, damit ich eure Fotos natürlich auch sehe. Und ja, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Also egal, welches Selfie ihr macht, ich will es sehen! So, das war's und jetzt kommen wir zur Verlosung. Zu gewinnen gibt es dieses fancy Glas mit einem Deckel, dann gibt es diesen sternförmigen Korken für Flaschen und ein paar bunte Servietten und am Schluss gibt es auch noch dieses Stiel am Eis Paket, da könnt ihr einfach Eis reinfüllen, aber auch die Deutschlandfahne, so wie wir es gerade gemacht haben, eben als Eisform. Es gibt das Ganze zweimal zu gewinnen, zwei identische Pakete und dafür musst du nur Abonnent meines Kanals sein, einmal das Video liken und natürlich einen netten Kommentar schreiben. Die Verlosung geht bis zum Sonntag, den 3. Juli 2016. Und am 4. Juli, das ist ein Montag, gebe ich die zwei Gewinner bekannt. Es lohnt sich wirklich mitzumachen, also auf geht's. So ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn ja. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag mit einem neuen Video hier wieder. Abonniert gerne meinen Kochkanal. Hoffentlich bis bald und der deutschen Mannschaft einen guten EM-Start. Tschüss!